Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen gemütlichen Runde Atlas mit unserem Johnny, der hier schon in voller Montur steht. Ihr seht, muss ich hier raus aus dem Menü. Es ist aktuell 2.08 Uhr, davon wollen wir uns aber gar nicht aufhalten lassen. Ich habe die Meute schon mal hier hingestellt, denn ich würde heute gerne nochmal so ein bisschen heute und in der heutigen Folge und morgen in der Folge noch ein bisschen auf Inselerkundungstour gehen. Das hatten wir noch gar nicht gemacht. Beziehungsweise haben es schon gemacht, aber da haben wir ja wirklich nur einen kleinen Teil der Insel gesehen. Deswegen würde ich gerne mit unseren zwei Bärlis hier, die noch keinen Namen haben, Baloo will ich ihn jetzt auch nicht nennen. Und außerdem weiß ich nicht, ob die das jetzt überleben werden. Je nachdem, auf was wir treffen. Deswegen gebe ich beiden jetzt mal keinen Namen. Johnny ist soweit ausgerüstet, ihr habt es gesehen. Er hat sich seine Plattenrüstung angezogen und auch sonst haben wir eigentlich alles dabei. Ich habe mal Kletterhaken mitgenommen. Und Pfeile mehr brauchen wir nicht. Die Bären müssten eigentlich auch beide ziemlich leer sein, sodass wir gleich ein bisschen Material noch mit ranholen können. Der hat gar nichts drin. Was ist mit dir, Boy? Hast du irgendwas? Nö, du hast auch nichts drin, aber du kannst noch ein bisschen. Pass mal auf. Da gehen wir dir nochmal da und da drauf. Ah, du zitterst ein bisschen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir reiten direkt mal los. Ich würde die Insel gerne, wie gesagt, heute ein bisschen erkunden. Wir haben beide Bären dabei. Er folgt ihm. Sehr gut. Und dann gucken wir mal. Wo reiten wir denn lang? Ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch, wenn es nicht so arg blendet. Es blendet hier immer wie Hölle, ne? Oh, was ist hier los? Oh, schon der erste Tiger. Habe ich jetzt eine abbekommen von dem Elefanten? Tatsächlich. Hat der dem Elefanten jetzt eine der Elefant dem Bär jetzt eine gescheuert, Alter? Das ist ja vom Allerfeinsten. Geh mal da weg, ich würde gerne den Tiger auch benutzen. Ich danke dir vielmals. So. Kannst du gleich mal ein bisschen... Genau. Hervorragend. So, und dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Richtung weiter. Ah, es ist ein bisschen doof, weil es echt blendet wie Sau. Aber wenn ich die Lampe ausmache, dann seht ihr nichts mehr in der Aufnahme. Das ist auch ein bisschen bescheiden. So, der Server läuft im Übrigen jetzt stabiler. Es sind kaum noch Lags vorhanden. Und oh, schön, guck mal, wie das jetzt hier aussieht. Herrlich, herrlich. Und wir können natürlich auf dem Weg... Schön geschmeidig bleiben. Ich mache mal hier F3. Berührung der Natur, dann meine ich, erhöht die Erholungsrate. Ja, sehr gut. Aber ich muss den anderen Bär hier mal umstellen, weil ich glaube nämlich, dass der irgendwie gar nicht so... Ich glaube, der steht auf Passiv oder Ähnlichem, ne? So, komm mal her. Haben wir ja gleich Action drin jetzt am Anfang. Pass mal auf, Verhalten. Ah ja, der Verhalten Passiv ist doch... Bescheuert, dann mach doch mal hier dein Ziel angreifen, genau. Dass du da auch mithilfst, dafür habe ich dich dabei, Junge. Nicht nur, dass du gut aussiehst und hinterherläufst. So, da haben wir schon zwei Tiger platt gemacht. Also da muss ich immer aufpassen, wenn ich mich einlogge. Das Schlimmste, was bisher war, waren wirklich mal 4, 5 Tiger auf einen Schlag. Komm, da holen wir uns das Zeug. Hihi, da kommen jetzt gleich die Bienen raus, ne? So, was mit was? Och, Jungs, jetzt stellt euch halt hier auch nicht so extrem an. So, da steht auf dein Ziel angreifen, sehr gut. Dann nehmen wir natürlich gleich ein bisschen Honig mit, ist doch klar, für euch. Extra für euch. So, jetzt probiere ich es mal mit der Geschichte hier. So gut, wie der vorspringt, Alter, und dann sofort ein Biss, zack, weg. Ist das gut, oder? Leute, der kommt raus. Weg ist er, du bist ein Feiner. Du machst es gut. Lass dir nichts einreden vom Kalle. So, guck mal hier, ist noch Honig. Wenn wir den hier haben, sollten wir den halt auch mitnehmen, ne? Achtung, pass auf, jetzt kommt er gleich wieder. Ein Schlag. Ist das gut, Alter. Zack. Und dann noch eins. Zack. Oh, du bist ein guter Bär, Junge. Du bist echt gut. So, passt mal auf. Und zur Belohnung, ich glaube, mit Honig, ne, sind die Bären doch relativ zu begeistern, würde ich sagen, oder? Passt auf, zur Belohnung kriegt jetzt jeder von euch ein bisschen Honig.
Du kriegst Honig. Du kriegst auch Honig, weil du so ein schöner, weil du so schön dazu geholfen hast. So. Ihr Bären mögt doch Honig. So, auf geht's. Siehst du? Und da frisst er schon. Ja, das ist fein, ne? Okay, also dann lasst uns mal weiter. Wie lange dauert es denn noch? 3.20 Uhr. Na, jetzt wird ja dann auch hell. So, mal auf die Map geguckt. Also, ja, ist halt doof, ne? Sehen wir nicht wirklich was, wo wir jetzt gerade sind. So. Hier unten waren wir auf jeden Fall schon mal. Das haben wir ja ganz am Anfang, aber bloß habe ich mich da auch noch nicht so getraut. Ich glaube, hier gibt es auch Krokodile. Aber da habe ich mich nicht so getraut, weil ich ja die passenden Tiere noch nicht hatte. Hier, nehmen wir ein bisschen mit. Das können wir dann auf dem Rückweg, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Material farmen. Wollen wir da durch? Weiß ich nicht. Lass mal in die Richtung gehen. Was ist denn hier los? Weiblicher Skorpion? Komm her. Weiblicher Skorpion. Ja, mach ihn platt. Zack, bist ein Feiner. So, dann haben wir hier noch ein Schaf gerettet. Super. So, langsam wird's hell, Leute. Honig haben wir schon gefunden. Das ist schon mal... Oh, sorry, Schaf. Ja, jetzt geht er drauf, ne? Du sollst den... Ja, okay, jetzt hast du es gelegt, jetzt können wir auch das Fleisch mitnehmen. Du bist ein guter Bär, ich weiß, du bist ein guter Bär. Aber das Schaf hättest du jetzt nicht killen müssen, das war reines Versehen. So, nehmen wir mit. Aber mit so zwei Bären macht schon wesentlich mehr Spaß, ne? Wenn man weiß, so, hm? Es kann einem nicht so wirklich viel passieren. Da macht es schon mehr Spaß, wenn man so auf Inselerkundung geht. So, kommt mal. Wo gucken wir denn mal rum? Wir gehen mal da runter. So ein bisschen mehr ins Innere würde ich gehen. Da haben wir ja noch gar nicht so wirklich viel. Hier, nimm mal alles mit, was du kriegen kannst. Du bist ein Piratenbär. Was leuchtet denn da vorne? Ist da etwa eine Basis? Und wenn ja, von wem? Ah, ich glaube, hier wohnt der Drake und der Lennox. Oh, hier war auch Kampf. Man sieht's am Elefanten. Hier war auch was los. Was liegt denn da am Boden? Hm. Komm, wir gehen mal. Hallo, Elefant. Ja, natürlich musst du dich jetzt hier durchdrücken. Weil du ja so schmal bist. Komm her. Jetzt klitsche ich fest. So. Ah ja, tatsächlich. Das ist die Geschichte von Mr. Drake da hinten, glaube ich. Dem können wir ja nachher auch mal einen kurzen Begrüßungsbesuch abstatten. Beziehungsweise haben wir ja schon, aber wir können mal gucken, wie weit er gebaut hat, ne? Er und der Lennox. Die da hinten wohnen. Oh, Zuckerrohr. Zuckerrohr können wir immer gebrauchen. Zack. Aber jetzt sehe ich aber hier nichts. Kann ich hier runter? Oder machen wir hier den Abstützinger? Ja, weiß nicht. Pass mal lieber ein bisschen auf. Ich glaube, wir müssen doch durchs Wasser. Da werden wir nicht drum rumkommen, wenn wir hier weiter wollen. Es ist jetzt auch doof, weil es dunkel ist. Ich hätte vielleicht doch warten sollen, bis es wieder Tag wird und dann erst die Aufnahmen starten. Aber jetzt haben wir es nun mal so. Jetzt glitsch ich. Wo hängst du denn jetzt? Hallo, Bär. Bist du jetzt... Komm her. Komm her. Also, jetzt geht's doch. Was klitschst du dich denn da so fest? Kommt, Jungs, es hilft nichts, wir müssen mal eine Runde schwimmen. Dem Sonnenaufgang entgegen. Oh, da ist auch was Helles. Ach, guck mal, hier. Ah, hallo. Na, wer wohnt denn hier? Ich glaube, der Lennox und der Drake. Oh, die haben das aber schön gebaut, oder? Bist du das Schaf? Ach ja, da läuft ein Schaf, okay. Guck mal, die haben das aber auch schön gebaut, ne? Was hat dich wieder gebissen? Ach, schön haben die das dahingestellt. Das gefällt mir.
Boah, Junge, was haben die denn hier alles? Eine Mine haben sie da. Ah, guck mal, da kriegen wir Besuch. Da winken wir mal. Guck mal. Oh, wie cool die das schon hier. Guck mal, wie weit die sind. Da ist er, der Drake. Haben wir mal wieder gefunden. Ist schon Level 55. Wie hoch ist denn Johnny? Level 44. So, Nabend. Aufnahme läuft. Wink mal in die Kamera. So. So, der Mr. Drake sagt Hallo. Drake, wenn du das hier siehst, ne? Er guckt ja auch fleißig die Let's Plays. So. So. Bis später, Drake, bis später. Ach, guck mal, was die hier schon alles hingestellt haben. Boah, ist das, guck mal, die Minen, ey. Sehr cool. Ah, ich glaube, da können wir uns auch hier beim Drake mal ein bisschen Material schnorren, ne? Das werden wir uns dann kaufen müssen. Boah, und jetzt wird's richtig schön hier. Jetzt wird's richtig schön. Mit den Sonnenstrahlen, ach, herrlich. So, kommt, wir gehen mal den Strand entlang, Leute. Da waren wir ja schon. Aber ich würde gern mal in die Insel da rein. Was ich mir damals schon angucken wollte. So, der Mr. Boo ist auch da. Royal Octopus. Also, hatte ich ja angekündigt, ne? Das wird jetzt halt des Öfteren mal passieren. Dass wir hier dann auch ein bisschen Chat lesen. Aber das macht ja nichts. Kann er das hier abbauen, wenn ich da lang genug... Das will ich jetzt mal rausfinden, wenn ich hier lang genug draufschlag. Ah ja, okay, er haut's um, ne, aber... Dann können wir uns ein bisschen den Weg freimachen, das finde ich gut. Komm. Bär, hau weg das Ding. Schade, dass du halt nichts sammelst. Wobei, aber bevor wir jetzt dann hier das ganze Holz und so zurücklassen, ne, dann sollten wir das vielleicht doch eher ernten. Und auch mitnehmen. Macht ja Sinn. So, dann haben wir jetzt auch den Weg entdeckt, wie wir zu Mr. Drake kommen. Das ist sehr schön. So, und ich habe jetzt auch mal, deswegen habe ich jetzt auch mal hier die Geschichte mitgenommen. Dass wir eventuell auch mal hier hochklettern können. Kommt der Bär hier so hoch? Kommst du hier hoch? Ach, guck mal. So, dann machen wir mal aus. Oh, herrlich, Leute, oder? Ist es schön oder ist es schön? So. Ich würde sagen, ihr bleibt jetzt mal kurz hier stehen. Der Johnny geht nämlich mal nach oben. Und du folgst ja dem Bären, genau. Dann kann da ja nichts passieren. So, ich habe extra mal, das können wir mal auf die 3 legen, extra mal 4 Kletterhaken mitgenommen, weil die geben ja relativ schnell den Geist auf. Und, was ich jetzt aber auch noch gerne machen würde vorher, wäre hier mal ein bisschen umladen. Ja, wenn ich hier aber jetzt den Honig gebe, frisst du alles, ne? Du Almoi. Naja, wir probieren's. Zack, das hier rein und das hier rein. Und die Knochen brauchen wir auch nicht. So, ihr bleibt schön brav. Gleich wieder da. So. Einmal hier hoch. Reicht das von der? Ja, das müsste reichen, ne? Hab da immer ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Ein kleines bisschen Schiss habe ich da immer. Aber es reicht. So. Nimm mal deinen Bogen in die Hand, weil du bist ja hier. Oh, guck mal. Da haben wir schon gleich wieder Honig. Den nehmen wir natürlich mit. Den Hammer.
die machen uns ja Gott sei Dank nicht so viel. Noch einer, oder? Nö, das waren sie. Na, wo ist sie? So. Biene Level 1 getötet, aber ich glaube, ihr seht trotzdem noch recht wenig. Ne? Ich mache euch die Lampe nochmal an. So, dann haben wir hier schon mal wieder ein bisschen Honig. Jetzt dachte ich eigentlich, hier ist auch nochmal Honig. Den müssen wir jetzt nicht zwingend abbauen. Kriege ich die Tiere hier hoch? Das ist halt die Frage, ne? Wenn ich denen jetzt sage, sie sollen folgen, klitschen die dann hier hoch? Das wäre mal noch so eine Geschichte zu wissen. Ich meine, ich habe die Tiere jetzt nicht mitgenommen, um... Stehen sie denn? Oh, ist es aber schon ganz gewaltig hoch. So, jetzt folgt er mir. Pass mal auf, wir gehen jetzt mal hier weiter. Mal gucken, ob die hier hochkommen. Wahrscheinlich nicht, ne? Die springen jetzt irgendwo da unten rum. Das ist natürlich richtig kacke. Johnny, das hast du nicht gut gemacht. Aber der Ausblick ist ja schon mal... Guck dir das an, ey, wie riesig. Weil ich glaube, wir müssen halt hier wieder runter, ne? Das bringt so nichts. Ah, ne, falsch. Wir müssen auf die 3. Lass mal auf, lass uns hier wieder runtergehen. Lass uns lieber mit den Bären außen rumgehen. Weil dafür habe ich sie mitgenommen. Das bringt ja jetzt nichts hier... Am Ende drücke ich auf Folgen und die Viecher kommen nicht nach. Und was ich auch noch machen will, was mir eben gerade heiß einfällt, Leute. Die erste Kuh, die wir sehen, die gehört uns. Weil eine Kuh ist leider draufgegangen. Das war wieder bei so einem Einlog, bei so einer Einlog-Aktion mit Tieren. Oder ein Löwe war es, glaube ich. Oder ein Wolf sogar. So. Ja, da ging die Geschichte leider drauf. Oh, du bist im Level aufgestiegen. Das ist ja schön. Ah, jetzt habt ihr euch hier so festgeknallt, ne? Na, das war jetzt wieder ganz schlau von dir, Johnny. Ganz, ganz schlau. Ja, und auf jeden Fall ist die Kuh draufgegangen. Und da müssen wir uns eine neue besorgen. Ne? Daran soll es ja aber nicht hapern. Die erste, die uns über den Weg läuft, die wird gezähmt. Und dann haben wir wieder eine neue. Deswegen habe ich auch extra den Eimer dabei. So, wir machen den Weg frei. Wie sieht's jetzt aus, Bärli? Nicht du. Ich will auf ihm reiten. So, wie sieht es denn bei dir gesundheitstechnisch aus? Wir gehen nochmal ein bisschen auf Gesundheit. Ja, du bist ein Feiner. So, komm her. Jetzt gehen wir hier mal wieder runter. Langsam. Da ist ein riesiger Haufen. Scheiße. Und wir reiten mal hier so rum. Oh, guck mal, ein Tigerlein. Na, Tiger? Willst du? Willst du aufs Maul? Siehst du? Hättest du mal besser gelassen. Ist er schon weg? Er ist schon weg tatsächlich. Och Jungs, das nervt ein bisschen, dass ihr euch hier bei jeder Gelegenheit festpackt. Wenn ich jetzt den... Nee, geht. Ich dachte schon jetzt... Einmal hier rum. Ist ein bisschen anstrengend mit euch, muss ich ehrlich sagen. So, mit so gelenkigen Bären. So, komm, lass mal hier rumgehen. Okay, hier waren wir auch noch nicht, ne? Das sieht mir auch alle... Das sieht cool aus mit diesem... Was ist denn mit dir, Baum? Warum bewegst du dich? Lebst du? Mach keinen Scheiß. Aber diese Mangrovenbäume, das sieht auch nice aus. Das gefällt mir richtig gut. So, hier können wir ein bisschen einsammeln. Was haben wir hier? Guck mal, eine Kuh. Lingobären. Ja, komm, bleib mal hier, Kuh.
Och. Kuh. Ja, wobei, wenn wir die jetzt mitschleppen, müssen ist auch kacke. Das machen wir auf dem Rückweg. Das machen wir auf dem Rückweg oder ich mach's offscreen. Dass ich dann hier eine Kuh mal kurz. Oh, schöne Giraffe da oben. Sehe ich denn jetzt eigentlich. Nee, sehe ich nicht. Hold left mouse button to look closer to the map. Right mouse button to look closer at the compass. Okay. Holding right mouse button will. Ja, okay, das wissen wir. Press R to clear the current save. To use built-in camera functionality. Ich wollte eigentlich nichts essen. Garantiert mache ich da auch wieder irgendeinen Fehler mit der Map. So, jetzt können wir aber ausmachen. Jetzt ist hell genug. Oh, guck mal, jetzt auch Sträuße auf der Insel. Wir haben ja auch noch unseren Strauß, den müssten wir auch öfter mal reiten. Aber das ist halt, das ist wirklich nur zum schnellen Hin- und Herkommen. Genauso wie das Pferd, ne? Weil es ist jetzt zwar, wir wissen zwar, wie wir sie jetzt gezähmt kriegen, einfacher. Aber das sind dann so Tiere, die nutze ich dann ungern, weil ein Tigerangriff und dann bleibt uns halt nur das Flüchten. Und mit den Bären können wir hier wirklich ein bisschen mehr machen. Hier ist auch eine schöne freie Fläche. Guck mal, da könnten wir auch lustig eine Mine hinstellen, aber das wäre schon ein bisschen arg weit weg von zu Hause, meine ich. Da ist schon wieder so ein. Hallo, du Kamel. Wie zähme ich dich denn? Ach, mit der Bola muss ich dich einfangen. Das ist ja diese Feuerwehr, ne? Diese Rüsseldinger, Alter. Voll geil. Kann ich von dir wenigstens mal ein Foto machen? Komm, lass mal ein Foto von dir machen. Hihi. Dass wir das mal eingefangen haben. Die spawnen ja wohl sehr selten, ne? Habt ihr gesagt? Ich habe so einen im Livestream mal gefunden. Da wurde mir im Livestream gesagt, dass die sehr selten spawnen. Und ich glaube, um den zu zähmen, braucht man Kaktus. Und das haben wir halt leider nicht. So. Haben wir noch irgendwas anderes? Hier ist noch so ein Pfau oder ein Strauß. Hier oben waren wir schon, ne? Hier links sind wir ja weiter. Ist jetzt nicht hier, wo wir genau. In dieses Tal würde ich ja gerne mal runter. Hier in dieses Tal. Oh, ein Krokodil. Kriegen wir das? Komm, das schmatzen wir weg. Hallo Krokodil, lass dich verlaufen. Aber den Bären macht's echt Spaß. Zack. Haben wir. Hast du jetzt arg viel? Wie viel Leben hast du denn jetzt verloren? Zeig mal. Oh, das geht sogar, ne? Kriegst noch einen auf Nahkampfschaden. So leveln die halt auch schön hoch, ne? Wenn man ab und zu mal so ein bisschen sich boxt. Aber schön. Guck mal, wie das hier durchbricht. Herrlich. So, Leute. Wie dem auch sei, ich möchte da runter. Halt jetzt nicht springen, ne? Weil das wäre. Oder kommen wir tatsächlich von da unten? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht merken. Ich kann es mir tatsächlich nicht merken. Das ist ganz normaler Stein hier. Komm, wir laufen mal da runter. Bist du da? Jo, Bär ist da. Da unten waren ja auch ganz viele Tiger, haben wir da gesehen. Ihr erinnert euch an unseren ersten Rundgang. Aha. Zack, tot. Es ist so gut. Es ist so gut. So. Oh, hier so riesige freie Flächen, ne? Was ist da unten? Oh, Nashorn. Da ist noch ein Nashorn. Da ist wieder eine Kuh. Irgendwo Metallspots. Ich glaube, die waren da vorne, ne? Die Metallspots waren da vorne. Dann lasst uns aber da mal ein kleines bisschen noch holen.
Wenn wir eh schon mal hier in der Ecke sind. So, immer die Augen ein bisschen aufhalten. Rechts und links. Ich glaube, hier sind wir runter, ne? Und dann kamen da die Metallspots. Na gut, aber da runter will ich jetzt nicht unbedingt zwingend. Aber hier können wir mal gucken. Ich glaube, hier so am Ende waren wir auch noch nicht. Ah, ein Tiger. Hallo. Komm her. Ja, komm. So gut. So, dann drücken wir mal wieder F3. Ja, die haben schon Power, die Tiger. Also den Tiger zähmen will ich ja auf jeden Fall auch noch. Aber ich habe so ein bisschen Angst, da fehlt mir wahrscheinlich der Skill für. Da vorne ist noch einer. Und da ist noch einer. Okay, zwei. Weiß ich nicht. Habe ich schon wieder ein bisschen Schiss, ne? Hat er Johnny schon wieder ein bisschen Schiss? Wobei, das eine ist ein Löwe. Da ist einer und da hinten ist einer. Und wenn die halt beide kommen, ne, dann könnte es halt echt ein bisschen eng werden. Na komm, da unten ist ja dann auch nichts mehr. Wir reiten mal in die Richtung weiter. Aber ich glaube, da vorne ist Metall. Ist hier Metall? Ist das Metall? Ne, du bist einfach nur ein stinknormaler Stein, ne? Ja. Schade. Schade. Die Giraffe, die blau, die sieht schon gut aus. Auch wenn blau nicht gar nicht meine Farbe ist. Was haben wir hier? Eine Klapperschlange? Ja. Klappern mal woanders weiter. So, und da unten ist auch wieder Strand. Ich glaube, wir umlaufen das mal. Wir gehen mal da runter und laufen links. Wenn wir uns ein bisschen am Strand orientieren, dann kommen wir ja automatisch irgendwann wieder da an, wo wir wohnen, ne? Das sollte der Plan sein. Oh, das erste Pferd, was ich auf der Insel sehe. Guck mal. Hallo. Du bist auch ein hübsches. Ja, du bist auch ein hübsches. Ich lass dich ja in Ruhe, mach dir ja nichts. Ich mach dir ja nichts. Ja. Was liegt da drin? Ach, ein Stein eben sei. Eben dachte ich, das sieht aus wie eine Schlange, ey. So, Leute, und wenn wir jetzt hier rumlaufen, so ist mal der Plan, wenn wir jetzt hier rumlaufen, kommen wir automatisch irgendwann in diese Einmündung, wo es dann da runter geht, wo ich hin will, ne? Also das ist so mal ganz grob die Idee dahinter. So. Bist du noch da? Yo. Du bist Level 23. Und du bist auch Level 23. Sind beide gleichlevelig. Okay, interessant. Und an was ich natürlich nicht gedacht habe, ist Wasser, ne? Wasser haben wir jetzt keins bei. An alles hat er gedacht, der Johnny. Bloß nicht ins Wasser. So, und wenn ich jetzt das so richtig... Ja, Schwimmer. Wenn ich es jetzt so richtig denke, wie ich meine, dann kommen wir hier jetzt dahin, wo ich hin will. Jo. Das müsste diese Einmündung hier sein. Wow. Nee, ist er nicht. Das ist... Oh, hallo Tiger. Boah, da freue ich mich so drüber jetzt mit den Bären, Alter, dass das so fix geht, ne? Dass uns da gar keiner mehr was kann, groß. Sau gut. Da kann ruhig mal so ein Tiger ums Eck lauern, ey, wenn du mit zwei Bären unterwegs bist. Finde ich richtig nice. Nee, das ist nicht die Einmündung. Wo sind wir denn jetzt? Ja, die falsche Insel halt, ne? Ihr seht auch, glaube ich, gar nichts. Weil ich's gerade gegen, weil wir halt voll im Schatten stehen gerade. Aber wir stehen an der nördlichen Ecke der Insel. Doch, hier müsste jetzt das reingehen. Leute, wenn wir hier weitergehen, müssten wir da hinkommen, wo ich hin will. Dann würde ich sagen,
Oh, das war ein Vogel. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge, direkt an der Stelle. Und dann machen wir die Expedition fertig, ne? Dann waren wir mal wieder so zwei Folgen ein bisschen unterwegs, bevor wir uns dann wieder was anderem widmen können. Ich meine, wir haben auch noch genug zu bauen und so weiter. Aber hier wäre auch ein schönes Eck gewesen zum Bauen. Guck mal, ey. Das ist jetzt der nördliche Teil der Insel. Und da vorne müsste es jetzt reingehen. Ja, wo gehen wir da jetzt am besten lang? Hier oben rum am besten. Hier ist aber alles ziemlich dicht bewachsen, ey. Haben wir auf die Karte geguckt? Ja, hier müsste es jetzt reingehen zu diesem Tal. Ihr seht ja das rote X, ne? Ah, wenn ich nur wüsste, wie ich mit der Karte länger besser reinzoome an die Stelle, wo ich bin. Weil wenn ich jetzt zoome, zoome ich ja genau geradeaus und da will ich ja eigentlich gar nicht hin. Naja, irgendeiner wird mir vielleicht sicher auf dem Server auch helfen können. Okay, Leute, dann switche ich rüber in die nächste Folge. Da bist du ja. Wo warst du denn, Junge? Dann switche ich mal rüber in die nächste Folge, dann geht die Expedition an dieser Stelle weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.